Der Partyspaß geht weiter mit der Fortsetzung der vierten Folge. Ich wünsche euch und dir da draußen, wo jetzt auch gerade zuguckt, viel Spaß. In der letzten Folge sind wir hier genau stehen geblieben. Mit 20 Ministerne folgt unser Shy Guy, gefolgt von Mario, Daisy und Luigi. So, zweite Runde. Auf dem Spielbrett anscheinend ging es nach der Burg jetzt da hinten auch ein wenig weiter. Toad mit seiner Info. Wobei, das ist gar nicht Toad, das ist der gelbe Toad. Vielleicht hat er auch einen speziellen Namen. Gelbi? Ich weiß es nicht. Das Fließband bewegt sich in Richtung des Pfeils. Okay. Es ändert immer dann seine Richtung, wenn ein Spieler würfelt. Oh, sehr speziell. Erinnert mich an Woody's Land aus Mario Party Superstars. Oder keine Ahnung, wo Woody's Land ist, aus welchem Mario Party Teil gerade. Aber es erinnert mich ein bisschen so mit der, was? Ein Bomber hat sich hier bequem gemacht. Mit einem Feld, das hier hinterher euch lasst, wird die Zahl über dem Bomber kleiner und bei 0, boom. Oh, das ist ähnlich wie bei Super Mario Party, das ist auch so ein Bomb-Bomb-Fabrik. Wenn dort durchläuft, dann ging der Timer immer nach unten. Wenn der Bomb-Bomb explodiert, verliert das Spiel für die Hälfte. Boah, die Hälfte. Okay, das ist richtig krass. Ja. Das wird aber jetzt eine Herausforderung sein, hier nach oben zu kommen. Das heißt, man hat im Anfang nur irgendwie so ein bisschen so einen Teil des Spielbretts auch gesehen. Ja. Würfel. Würfel, Würfel. 4, 5, 6. Okay. Mhm. Luigi, was machen Sie denn? Hey, da vorne ist noch Bobby, ne? Wer kennt ihn nicht? Der begleitet uns noch. Ja. Er begleitet uns nicht mehr. Das war nämlich hier die Bombe. 3 Ministerne gekostet. Okay, das ist krass, okay, gut. Da vorne hat sie ja auch noch ein paar. Das ist aber noch ein heftiges Spielbrett hier. Hier verliert man wahrscheinlich... Moment, da ist noch etwas. Da verliert man wahrscheinlich schnell Ministerne, habe ich das Gefühl. Wo war sein Glück? Der Atomux waren auch 3 Ministerne. Ja gut, er hat sie voll verloren. Jetzt hat er sie wieder. Ja. Mario ist am Züge. Hey, Spielball, würfelst du 3 oder höher, erwischst du eine Unglücksstirne. Oh no, es geht ja geradeaus und nicht nach oben. Ja, komm, nehmen wir doch den, oder? Da würfel ich doch gerne eine 1, oder? Oh, eine 2, aber ich komme, glaube ich, nicht hin, oder? 1, 2. Bowser Juniors Minispiel, jetzt aber. Wahaha, jetzt müsst ihr ein Minispiel gegen mich spielen. Allein hättest du keine Chance, also bestimme ich über einen Mitspieler, der dir helfen darf. Spiele für Mario. Wow. Du bist auf dem 3. Platz, Luigi. Hast du es nicht leicht mit den Minispielen? Was? Haha, vielleicht liegt dir ein richtiger Kampf mehr. Mario und Luigi gegen mich. Die Brüder. Okay, wir müssen den besiegen, sonst gibt es ja minus 5. Das ist aber heftig. Suchen und fangen. Na, Spiele für Mario, bist du sicher, dass du das Spiel spielen möchtest? Ja, wieso nicht? Suchen und fangen. Zeit zu spielen, los geht's! Okay, suchen und fangen. Ja, arbeite mit deinem Mitspieler zusammen, um Bowser Jr. im Labyrinth zu fangen. Wir müssen ihn finden. Ja gut, man sieht ihn doch da unten hier schon auf der Karte. Steuerung. Halten Sie die Wii-Fernbedienung waagerecht, bewege dich und drücken. Okay, sonst nichts? Dich durchdrücken. Okay, das heißt, wir müssen den Kleinen da schnell fangen. Ah, da vorne ist er. Ich sehe schon, ich habe schon den Weg gesehen, wo ich durchgehen werde. Aber er wird sich ja auch bewegen. Aber ich gehe jetzt mal den Weg. Weil ich habe gesehen, ich komme nämlich da oben zu ihm. Luigi ist auch schon dort. Jetzt werden wir ihn fangen. Jetzt haben wir den. Ich habe schon von oben, habe ich den Weg, habe ich schon analysiert gehabt. Wie ich am besten zu ihm nach oben komme. Aber wir haben es geschafft. Das ist eine Kleinigkeit gewesen. Das war übrigens auch ein geiles Minispiel. Übrigens im Mehrspieler oder so in einem anderen Mario Party, wo einer abhaut und die anderen müssen ihn dann fangen. Einfach vielleicht in einem größeren Labyrinth. Grrr, nächstes Mal seid ihr fällig, aber sowas von. Ja.
Ja, aber ich bin jetzt nicht an der Reihe. Ich bin jetzt Platz 1. Ich habe Scheige aufgeholt. So, aber jetzt kommt der und der bekommt jetzt Minus. Ja. Ist gut, dass ich den anderen Würfel hatte. Wobei, der hatte auch eine 3 drauf, ne? Ja. Oh, Bobby ist wieder da. Der hat eine 10, ne? Also das heißt 10, 9, 8, 7. Pech. Oh. Scheiger wird gefressen. Ja, gefressen. Das ist aber ein geheimer Ort. Ja, den habe ich auch in der letzten im Toadstall habe ich den erkundet gehabt. 5. Und bekommt noch 5 Ministerne. Jetzt aber. Ja. Er hat vorher 3 verloren und schnappt sich wieder ein paar neue. Aber er hat 12. Wisst ihr, wieso er 12 hat? Weil vorhin Bobby, glaube ich, bei ihm explodiert ist. Und darum hat er die Hälfte der Sterne, also Ministerne, verloren. Oh, Unglück für sie. Also die Startreihenfolge hat da schon ein bisschen eine Rolle gespielt. Nochmal Unglück für sie. Ja, die arme Daisy, die kommt jetzt ins Minus, ey. Würfel. Ja, 0-1 Würfel. Da ist noch was drin. Oh, 3 Ministerne, die Liebe. Okay. Ja. Und er nimmt ja eine schöne 2 und kommt auf... Keine Ahnung, was das für ein... Oh, Bobby explodiert. Hey, das ist richtig miese. Kampfminispiel, die haben ja alle nichts mehr. Oh, was ist das denn? Zeit für ein Kampfminispiel. Erstmal kriege ich von jedem von euch 3 Ministerne. Okay. Schön, dass sie Münzen nehmen. Nehmen sie jetzt Ministerne. Zack, 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 zack. Okay. Das wird ein interessantes Flucht von Robo. Oh, er kann auswählen. Ja, wir sind alle bereit für das Minispiel. Okay. Finde einen Weg, um den Robo-Kupus zu entkommen. Robo-Kupus zu entkommen. Okay, Steuerung. Halte die 1, 2, 3 aus. Entscheide dich, bevor die Zeit abläuft. Okay, kommt es irgendwie ein bisschen drauf an, welchen Weg man jetzt da geht. Ja, komm, ich nehme die 1 gleich da am Anfang. Oh. Oh, sie kommen mit. Das ist ja cool. Nein, wir haben schon gefehlt. Falscher Rahmen. Hat man am Anfang nicht irgendwie den Weg schon gesehen? Ich habe mich jetzt nicht so groß darauf geachtet. Ja, Scheiger kennt sich ja anscheinend aus, oder? Mist. Nimm niemals die erste Wahl. Oh, Scheige auch, Leute. Die goldene Mitte, krass. Das heißt, das Spiel geht so lange, bis man nonstop ausgewichen ist und nur noch einer übrig bleibt. Okay. Naja, ein Troststein für mich. Ja, das hat Laune gemacht. Es geht eben... Was, es geht eben nichts über ein fetziges Minispiel. Man sieht sich. Ja, man sieht sich. Zack, zack, zack. Okay. So. Mhm. Mario Time. Ah, da oben vorne kommen aber die guten Sterne. Jetzt ist es fertig mit diesen schlechten Sterne. Die wieder Abzug machen. Wow, 10 Stück gleich oben drauf. 30. Moment mal, geht's hier etwa auch nicht weiter? Da musst du wohl auf diese Plattform weiter. Spiele für das Ereignis. Wow, wow, wow. Da vorne ist eine Bombe. Was passiert jetzt? Oh. Das Spielbrett ist doch nicht so klein. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, aber das ist ein richtig cooles Spielbrett. Irgendwie. Ich dachte, das wäre so ein kleines irgendwie. Aber das ist ja voller Überraschung gerade. Hm, sieht aus, als müsstet ihr diesen Abschnitt nebeneinander absolvieren. Nebeneinander auf dem Spielbrett. Oh, aber an dritter Stelle ist aber gut. An dritter Stelle gibt es noch mehr von den Ministernen. Soll ich an die Regeln für das Spiel... Ja, gerne. Was ist das? Hm, das Spiel, die Spiele teilen sich auf. Es wird abwechselnd gewürfelt, aber alle bewegen sich gleichzeitig auf ihre jeweilige Route. Ich möchte auf die 3.
Ja, landet ein Spieler auf einem Ereignisfeld, verschiebt ein Fließband die Minis... Oh, es wird auch noch verschoben. Oh, das auf dem Fließband sind sie da vorne. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Spielt gar keine Rolle, wo man da eigentlich beginnt. Es sind so viele Fragezeichen, also Ereignisfelder. Der Spielführer sollte sich anfangs die Lage der Ereignisfelder und der Minispieler genau ansehen und die Route entscheiden. Ja, dritte wäre geil, aber das ändert sich ja dann nachher eh wieder. Auf dem Laufband. Ja, unten auf. Ja, gut. Das heißt, eigentlich könnte man. Ja, gut. Man könnte am Anfang mit auf dem Zweier beginnen. Oder einer und dann nachher irgendwie den Kurs irgendwie wechseln auf 3 oder 4. Am besten auf 3. Ja. Aber das wird sich dann nachher wieder bewegen. Die Frage ist, das Laufband geht nach links oder nach rechts? So, Spiel für Mario bestimmt ja jetzt welche Route. Ja. Okay, also ich nehme jetzt einfach mal die Route. Ja gut, aber wenn ich auf der dritten Route bin, dann komme ich hier nach hinten. Komm, ich nehme die dritte Route. Nein, was habe ich gemacht? Ah, oh, Moment. Ich kann sagen, wo sie hingehen müssen. Okay, cool. Da möchte ich hin. Ja. Luigi, du nimmst die letzte noch verfügbare Route. Ja. Die Routen sind festgelegt. So. Ja, die Routen werden ja nicht verändert. Aber sobald man auf das Fragezeichen kommt, wird es aber verändert. 2. Ja, das ist gut für mich gewesen. Das ist aber nicht gut jetzt für mich gewesen. Oh, knapp. Jetzt muss ich hochwürfen. Komm, bitte eine 3. Dann hätte ich das, was vor mir ist. Bitte eine 3. Nein, eine 2. Oh, das war schade. Hätte ich doch mit der zweiten Route begonnen. Wäre vielleicht gescheiter gewesen, weil die Sterne sind von rechts nach links gerutscht. Oh, oh, jetzt wird das aber spannend. Und damit haben wir das Ende. Der Kopf von Kopf zu einer Leiche. Ist noch eine coole Idee. Schauen wir mal nach, wie viele Ministerne jeder hat. Ja, Daisy 13. Schalke 18. Ja, also wer wie viel gesammelt hat. Die werden ja auch noch dazu gezählt dann. Schalke hat oben 31 und ich habe 35. Da steckt mir da schon ein bisschen Nacken. Fast geschafft. Das Abenteuer ist fast vorbei. Dann sehen wir uns doch mal das Zwischenergebnis an. Ja. Ich gebe dir einen langsamen Würfel und du im letzten Platz bist, Luigi. Okay. Oh, oh. Was ist los? Spielführer Schalke, ich habe auch Geschenke. Na, was ist? Möchtest du richtig viele Geschenke von mir? Ja, bitte nur sehr, okay. Er hätte auch Nein drücken können. Was wäre passiert, wenn er Nein gesagt hätte? Oh, das ist jetzt hier die Schlussziellinie davon. Burstern. Oh, wie schrecklich. 6 Felder haben sich in Bowser-Felder verwandelt. Du kannst dich noch 6 Felder nach vorne bewegen. Oh, oh. Oh, oh. Und Bobby ist auch noch da. Oh, no. Zufall. Klar. Oh mein Gott, was ist das denn? Nur normale Würfel für Mitspieler, okay. Alle Spieler außer Spieler für Schalke können nur bei einem nächsten Zug einen normalen Würfel, okay. Ja, ich hatte eh keinen anderen Würfel dabei, also von mir aus macht das dann nichts aus. Oh no, 7. Bobby wird mich erwischen. Und die sandt noch 10 ab. Ey, was ist jetzt gerade los? Und sie kommt noch auf dem Bowserfeld. Ja, und Bobby wird bei mir explodieren. Guach, jetzt schlägt es 13. Zeit für Bowser. Ja. Die Hälfte deiner Ministerne sind weg. Autsch, das ist ja dasselbe wie mit dem Dings. Wie mit dem Bobby. Jetzt werden die Sterne eher halbiert. Die Arme. So, dann nehme ich mir mal die Hälfte der Ministerne. Das ist aber richtig krasse Endsport des Spiels.
So viele Bowser-Felder, schon fast ein bisschen echt übertrieben. Ja. Wow, das bringt Leben in die Bude. Bis dann, ihr traurigen Gestalten. Ja. Mega fies, ihr traurigen Gestalten. Ja. Oh, ich komme ja nicht an die Reihe. Ich dachte, ich käme noch Daisy an die Reihe. Oh, dann hatte ich ja richtig Luck. Ja. Jetzt kommt aber nicht wieder Bobby, oder? Die Explosion hat 4 Ministerne gekostet. Gut, dafür bekommt er die 10 Stück obendrauf. Jeder gegen jeden. Oh, ist mega spannendes Duell mit Jaiga und mir übrigens. Jetzt muss ich aufpassen. Nur noch ein kleines Stück. Diesmal darf der Spieler auf dem letzten Platz das Minispiel bestimmen. Auf dem letzten, das bin ich dich. Was kommt? Puzzle Flink. Setze ich das der Puzzle. Wer zuerst alle Familie gewinnt. Okay, zeig mir die Firma Halle. Okay, also halt nun zack. Okidoki, wir probieren es. Bomb hier zusammenbauen. Wo bin ich eigentlich? Da oben rechts, oder? Hallo? So. Okay. Hey, wo. Nein, ich habe falsch geguckt. Ah! Oh, ich habe hier den ersten Punkt. Moment, das hier. So, oh, jetzt ist nur ein Puzzlestück immer. Ich habe gedacht, es sind mehrere. Okay, haben wir es. Da muss man schon irgendwie ein bisschen genau gucken. Ich glaube, das ist das hier, oder? Nein. Das läuft einfach automatisch noch weiter. Irgendwas unten. Jetzt, okay, ui. Puh. Ja, am Anfang war ich noch ein bisschen unsicher. Ich dachte, man müsste hier ein ganzes Bild zusammenstellen. Musste. Eigentlich ist es noch richtig krass. Es geht auf Zeit für einen Weltrekord. Man spielt noch gleichzeitig gegen die anderen. Das Spiel läuft im Hintergrund fortlaufend weiter. Es wird nicht gestoppt, sobald einer das Puzzleteil eben gefunden hat. Das hat mich eben ein bisschen irritiert, weil normalerweise stoppt es immer. Aber jetzt ging es einfach weiter bis zum Schluss. Bis man einfach eine gewisse Punktzahl erreicht hat. Aber Mario hat hier Shy Guy besiegt, aber Shy Guy ist auch mega nahe bei mir wieder. Oh, jetzt bitte keine 2. Bitte keine 2. Da vorne ist das Ziel. Das war so schön. Oh, das Bosskampffeld kommt ja auch noch. Bitte, besiegt Bowser Schergen. Ja. Mario. Bitte, lass mich nicht im Stich. Komm, mach mir den Trick. Vielleicht bringt das hier Glück. Große Würfel. Für eine 3 oder höher. Bam. Und wir bekommen eine 1. Der beste Trick der Welt. Oh nein. Ja, jetzt. Oh no, gib dem letzten Platz 10 Ministerne. Oh, bitte nicht die Hälfte, bitte nicht die Hälfte. Alle Spezialwürfel weg, wäre besser. Gib dem letzten Platz 10 Ministerne. Ja, aber jetzt bin ich hinter Shy Guy meines Wissens. Zum guten Glück nicht Shy Guy. 10 geht ja noch, das ist ja nicht die Hälfte, aber... Oh, stopp, 30... Ja gut, am Schluss gibt es ja auch noch Bonussterne, nur so als Info. Oh, das wird ein richtig... Oh, Shy Guy 34, ich habe mehr als ich. Ja. Komm, mach auch noch eine 1. Ja, der macht natürlich eine 5. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt hier noch der, jetzt kommt der Bosskampf zuerst, bevor die... Seid ihr auch schon da? Die Minischreine gehören mir, also rückt sie auf der Stelle wieder raus. Ja, jetzt wird's spannend. Gegen König Bombombe. Smash! Okay, wie geht das denn hier? Die Wurfreihenfolge ist von links nach rechts und der Schaden einer Bombe hängt von ihrer Größe ab. Wählen 2 oder mehr Spieler die gleiche Bombe, setzen sie aus. Oh, die nehmen da einfach eine Bombe irgendwie. Oh, man sollte nicht die gleichen Bomben nehmen. Ja, woher soll ich wissen, was der CPU macht? Halte die Würfel mit Hilfe von A1, 2, 3. Okay.
Also man wählt hier was aus und greift ihn dann damit an. Also der größte Fehler, der hier passieren kann, ist, dass man mit einem anderen Mitspieler irgendwie so zusammenprallt. Der Bosskampf, dun dun dun, ein riesen Bob-Omb, nämlich König Bob-Omb kommt hier. Ja, voll der Hype, ja. So, also, da ist eine große Bombe, eine kleine. Ich nehme jetzt mal die große. Ich habe schon gedrückt. Ich habe jetzt einfach A gedrückt, um die große zu nehmen. Luigi. Okay, das gab nichts. Dann nehme ich mal die mittelgroße. Habt ihr gehört? Ich nehme die mittelgroße. Luigi, schon wieder, du! Oh mein Gott. Luigi. Jetzt komme ich, nehme jetzt eine kleine. Ich nehme die zweite jetzt mit A. Ach, Daisy. Das ist aber richtig heftig. Ja, wir schaffen das schon, aber ich habe einfach keinen Punkt. Ich könnte die Punkte gut gebrauchen für den Schluss. Ich nehme jetzt den ersten mit dem Steuerkreuz. Leute, nehmt den bitte nicht. Danke. Ja, zwei Punkte gab der. Ich nehme jetzt den großen mit. Oh, ich brauche den unbedingt. Ich brauche die Punkte. Ich brauche die Punkte. Daisy. Ich glaube, ich setze mal auf kleinere. Die nehmen die wahrscheinlich nicht. Aber vorher haben sie auch die großen ja nicht genommen. Oh no, Schalke hat 6. Ich nehme jetzt die mit dem Steuerkreuz, die erste. Aber Schalke läuft auch. Alter, zu dritt. Ja. Und noch ein Abzug, hey. Okay, also das Minispiel ist richtig. Ist heftig. Ich nehme jetzt die Bombe außen rechts. Daisy. Ich habe 0. Okay, das Minispiel ist echt nicht meins. Ist richtig heftig. Boah, das ist eine Riesenbombe. Komm, gebt mir die Riesenbombe. Bitte, ich riskiere jetzt alles oder nichts. Lass mir die Riesenbombe. Daisy, wieso? Wieso immer der gleiche Weg? Ich könnte die Punkte so gut gebrauchen. Ja, ich setze jetzt wieder aufs Ganze. Ich nehme jetzt die ganz rechts außen. Ja. Und das waren 3 Punkte. Sehr gut. 3, 4, 4. Jetzt sieht es gut aus für mich. Und jetzt nehme ich... Soll ich nehmen? Kommt, überlegt ein bisschen. Die große wäre natürlich geil. Ich könnte auch die mit A nehmen. Ich nehme die mit A, komm. Ich nehme die zweite. Ja! Alle aufgeteilt. Nein, Daisy hat den letzten Hit gemacht. Ja, ja gut, wenn ich jetzt die größte genommen hätte, dann wäre ich mit Daisy irgendwie zusammengeprallt. Oh no. Daisy hat uns besiegt. Und noch Spieleführer Scheige. Also bei mir lief es gar nicht gut. Das ist heftig. Ja, 3. Schaut doch mal Mario an. Und der bekommt noch weiterhin. Uff, am Schluss gibt es ja 3 Ministerne-Bonis. Ja, jetzt bin ich gespannt. Gibt es eine Wiederholung in der nächsten Folge? Ein Spitzenspiel. Sehen wir uns das Ergebnis an. Der Spieler, der am meisten Ministerne gesammelt hat, kann der Superstar werden. Ja. Jetzt ist die letzte Gelegenheit, Ministerne zu sammeln. Zeit, die Bonussterne zu verleihen. Okay, jetzt wird's aber heftig. Schalke hat im letzten Minus... Was die ersten Bonus geht, bekommt die Minus-Star. Ja, das ist aber, glaube ich, Schalke gewesen. Daisy. Okay. Okay, die nächsten Bonussterne bekommt der Schleichstar. Weiß nicht, ich bin ziemlich langsam unterwegs, glaube ich, gewesen. Derjenige Spieler, der insgesamt am niedrigsten gewürfelt hat. Mario, wie ich es gesagt habe. Aber es sind ja nicht so viele Sterne jetzt da. Das sind doch, glaube ich, immer 5, oder? Und jetzt noch der dritte. Die letzten Bonussterne bekommt der Zufallsstar.
Am häufigsten auf Zufallsfelder gelandet. Zufallsfelder. Bin nicht ich. Könnte Shy Guy gewesen sein. Ich glaube, Shy Guy hat uns besiegt. Shy Guy oder Daisy. Oh, oh, der Superstar ist. Das sieht nicht gut aus. So leicht ist es auch nicht, ne? Der Superstar ist Luigi nicht. Mario auch nicht. Daisy oder Shy Guy? Es ist Shy Guy. Oh nein! Shy Guy gewinnt das Match mit 50 Mini-Sternen. Du bist der Superstar. Oh, kein Durchlauf, einfach so heftig. Nicht übel, ich bin der Erste und damit der Superstar. Ja, shit, der Kleine hat uns fertig gemacht. Der Gewinner kriegt alles und da ich der Gewinner bin, gehen diese Mini-Sterne an mich. Ich kann euch doch nicht Bowsers Mini-Sterne überlassen. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass Shy Guy am Reden ist. Man sieht sich. Ja, ja, ja. Oh nein, wie furchtbar. Shy Guy ist mit allen Mini-Sternen auf und davon. Ohne Mini-Sterne ist das Abenteuer vorbei. Ja, muss ich jetzt alles wieder von vorne machen. Oh mein Gott, er ist gleich ohnmächtig geworden. Neustarten zum Hauptmenü. Ja, ich gehe jetzt mal wieder zum Hauptmenü zurück. Das Spiel wird beendet und du kehrst zum Hauptmenü, wenn das Spiel voll ist. Ja, musst du diese Welt, also diese Welt, die letzte wahrscheinlich, hoffen wir es mal. Ja, das ist ja hart. Da muss man halt hier wirklich durch. Man muss wirklich zum Superstar werden. Heftig, heftig. Da hat es mal gut ausgesehen mit Shy Guy und mir, aber irgendwie lief es dann auch nicht mehr so gut. Mist. Tja, das heißt, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Ich werde das jetzt nicht offscreen weiterspielen. Ich spiele das so lange, bis ich da weiterkomme. Ah, man wird ja auch in der Zwischenzeit ein paar neue Minispiele oder so auch zu sehen bekommen. Spannend war es jedenfalls. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der Kleine uns da fertig macht. Ja gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.